Hallo Freunde, heute wollte ich mit euch ganz gerne das Thema besprechen, was der große Vorteil von Akku-Arbeitsscheinwerfern gegenüber den ganz normalen Scheinwerfern, die von der Steckdose gespeist werden, ist. Jetzt habe ich hier zwei Kandidaten da, der ist auf jeden Fall von Lidl, habe ich gestern gekauft, und der ist entweder von Lidl oder Aldi. Ich bin jetzt nicht sicher, ich meine, das war Aldi. Ist erstmal auch relativ egal. Außer vielleicht die Kraft, der hier hat 10 Watt Leistung. Und der hat mal nicht 20 Watt. Ja, genau. Da steht 20 Watt Leistung. Hört sich erstmal. Macht jetzt erstmal für den Vergleich keinen Unterschied. Jetzt wird jeder natürlich sagen, wow, der große Vorteil ist der Akku, dass man das Ganze überall einsetzen kann, ohne jetzt unbedingt eine Steckdose in der Nähe zu haben. Ja, das ist ein riesiger Vorteil, das stimmt. Aber der hat noch einen Vorteil gegenüber dem, den man so auf den ersten Blick nicht sieht. Selbst wenn die angeschaltet sind, sieht man den Vorteil erstmal nicht. Also ich mache den erstmal hier an, den Akkuscheinwerfer. Zack. Wie man deutlich sehen kann, sieht man erstmal gar nichts. Ja, das ist ein Scheinwerfer, der leuchtet, gutes Design, spitzwassergestützt. Also ich finde das ganz cool eigentlich, ist auch relativ hell im Dunkeln. Man sieht aber erstmal, ist halt ein Scheinwerfer, erstmal gar nichts. Machen wir den mal aus und machen den hier mal an. Dann merkt man auch immer den Unterschied. Seht ihr das Flackern? Seht ihr das Flackern? Das haben wir nicht. Das war es so, dass wir in Deutschland mit, wenn ich mich jetzt nicht täusche, mit 50 Hertz, also mit, wir haben Wechselstrom in Deutschland, das heißt, ich meine, mit 50 Hertz fließt das Ganze durch die Leitung, das heißt 50 mal Plus und Minus in der Sekunde. Sekunde, ne? Ich bin ganz nicht falsch. Ich will jetzt auch keinen Blödsinn erzählen. Das sieht man als Flackern hier im Bild. Das heißt, die Kamera kann das erkennen, das menschliche Auge kennt das jetzt nicht direkt. Das machen wir direkt wieder aus. Das ist mir doch zu flackerig. Das sieht man aber auf Videos direkt. Also, sobald man ein Video dreht und man macht den Scheinwerfer an, sieht man das Flackern. So, das Flackern sieht man aber auch, wenn man den Scheinwerfer hier auch einmal an die Steckdose schließt. Zack. Dafür brauchen wir eigentlich nur ein ganz normales Handyladegerät. Nicht so deutlich sehen, im Dunkeln sieht man das deutlicher, dass der, sobald er am Netz ist, auch flackert. Wobei jetzt ist der Akku auch voll. So, damals war der Akku auch leer beim ersten Versuch. Kann sein, dass er jetzt im Moment auch von Akku gespeist wird. Also wenn man den Akkuscheinwerfer an die Steckdose bringt, man sieht, es noch nicht ganz voll, dann flackert der auch. Das heißt, dann nimmt er seinen Strom tatsächlich auch direkt von der Dose. Dann sieht man im Bild auch das Flackern. Und gut, ich weiß jetzt nicht, wie gut oder schlecht das für das menschliche Auge ist, dieses Flackern, inwiefern wir das wahrnehmen als solches. Also direkt sehen kann man das nicht. Aber es ist trotzdem ein großer Vorteil, wenn man das nicht hat. Denn ein Akku, der hat jetzt keinen Wechselstrom. Ja. Wird einfach nur der Strom angespeist, der da ist, und sorgt halt für das Licht, mehr Licht. Wenn uns hier tatsächlich die ganze Zeit bam 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 Plus und Minus hintereinander wechseln, und wir sehen das als Flackern im Bild. Also gut, im Vergleich, der hier hat jetzt also 15, 20 Euro gekostet, der hier hat 30 Euro gekostet im Lidl. Noch in die Packung fliegen.
jetzt einfach mal vorlesen, was der alles so hat oder kann. Und der hat einen 10 Watt Akkustrahler, ist das. Hat zwei Helligkeitsstufen, 110 und 150 Lumen. Also je nachdem, ob wir mit 50 oder 100% das Ganze betreiben. Ein Epistar-Cop-Chip, also da wird mit irgendeinem Chip betrieben, gut, sagt mir jetzt gar nichts. Ein Akku mit 4400 mAh, ein Lithium-Ionen-Akku ist das schon, also ist auch verständlich, um das Ganze in der Größe zu erreichen, braucht man einen. Wir können den Akku als Powerbank nutzen, das ist auch ganz, das ganz coole bei dem Teil hier. Also wir haben hier einen USB-Anschluss und einen Anschluss, ein ganz normales Handy-Anschluss. Das heißt, wir können das Ganze tatsächlich als Powerbank nutzen und den Strom auch, der da gespeichert ist, anspeisen. Also dran gehen. So, weiter geht's. Ladezeit ca. 4 Stunden, also dauert ganz schön lange wie ein Elektroauto. Schon Hammer. Arbeitszeit beträgt aber bei 100% Helligkeit, also wenn man auf voller Power steht, 3 Stunden und bei 50% in etwa 6 Stunden. Batteriestandsanzeige hat das Ganze. Mal hier. Also, weiß jetzt aber nicht, das muss ja glaube ich aus sein, um das sehen zu können. Anscheinend hat er jetzt nur. Ja, ein Drittel voll, anscheinend. Und Maße von den Strahler stehen auf dem Bock. Das ist mir jetzt nicht ganz wichtig. Also, für jeden, also, wenn ich ehrlich sein soll, ich bin ja jetzt kein großer Bastler, höchstens Hobbybastler. Aber zwischendurch braucht man halt Licht, wenn man Videos macht. Und man muss ein bisschen für Beleuchtung sorgen. Und da ist es ja schon von Vorteil, wenn man einen Strahler hat, der dieses Flackern nicht hat. Ja, das Ganze tatsächlich. Zur Seite. Das Ganze tatsächlich in echt beleuchtet und dieses Bildrauschen nicht erzeugt. Und wenn da irgendwie einen Strahler braucht, der überall einsetzbar ist. Das gibt es momentan bei Lidl. Soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber das ist bestimmt auch im Internet und bei Amazon oder von ganz vielen verschiedenen Marken bestimmt. Also um Gottes Willen. Aber das Teil scheint wirklich ganz cool zu sein. Spritzwasser geschützt. Weiß ich auch nicht. Denke man nur Spritzwasser geschützt, also wasserdicht wird er nicht sein wahrscheinlich. Aber sieht von Verarbeitung her erstmal gut aus, also scheint wirklich gut verarbeitet zu sein. Kann man bestimmt auch fallen lassen, passiert nichts. Und naja, wie gesagt, 10 Watt Strahler für 30 Euro, als Powerbank nutzbar, nicht schlecht. Hat kein Flackern, also das ist der große Vorteil, den ich für mich so weit gesehen habe. Den ich auch ganz gerne weitergeben wollte. Ja, das war's schon von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video.